Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du in der ersten Minute Feuer gibst und Gas gibst und dann ein schnelles Tor machst. Dann tust du dir in so einem Spiel natürlich leichter und das ist das Ziel, weil sonst wird das, ja, die stellen sich natürlich irgendwo eng zusammen und dann ist es schwierig, so einen Ball wirklich nochmal zu knacken. Sicherlich sind wir gewillt, ein hohes Ergebnis zu erzielen und muss erst mal sehen, wie so ein Spiel sich dann entwickelt, aber das ist natürlich unser Ziel. Ich denke mal, es ist einfach wichtig, dass wir einen positiven Abschluss finden. Ja, und wenn es dann nachher 5 oder 6-0 ausgeht und die Jungs haben richtig gut gespielt, dann ist es auch in Ordnung. Wenn es höher ausgeht, nehmen wir das natürlich auch gerne mit. Aber wichtig ist für uns einfach, dass die Mannschaft die Vorgaben umsetzt. Also wir werden uns sicherlich nicht in der gleichen Konsequenz Videos anschauen, wie wir das jetzt vielleicht gegen Spanien oder andere Gegner machen. Das ist klar. Aber wir werden natürlich schon das eine oder andere zeigen. Aber insbesondere halt auf unser Spiel gemünzt. Ja? Was wollen wir besser machen? Ja? Wie wollen wir die Räume besser besetzen als gegen Irland? Ja? Was wollen wir da einfach besser machen im Spiel nach vorne? Stichwort Fehlerquote, Stichwort Torchancenausbeute etc. Ja. Entscheidend wird sein, mit der richtigen Einstellung ins Spiel zu gehen. Ja. Und ich glaube, da darf es auch keine zwei Meinungen geben. Ja. Wir sind ganz klar hinter dem, was wir uns vorgenommen haben, insgesamt hinterher. Ja. Und da gibt es auch keinen Grund, da in irgendeiner Form nachlässig zu sein. Ja. Zudem ist das Stadion in Nürnberg ausverkauft. Ja. Wir haben volle Hütte in Nürnberg und allein das ist schon Verpflichtung, hier ein Topspiel abzuliefern. Ich denke auch, man darf für heutzutage keinen Gegner mehr unterschätzen, aber wie gesagt, das Spiel wollen wir zu 100% gewinnen und da werden wir uns die Tage auch richtig vorbereiten und dann werden wir auch da 100% Gas geben und ich denke dann auch erfolgreich sein. Ich will auf alle Fälle den ersten Sieg und zwar jetzt am Freitag, ja, und das wird hoffentlich auch zu machen sein. Ja, und dann wollen wir natürlich gegen Spanien einfach auch nochmal ein gutes Spiel hinterherlegen, ja, aber ich bestehe darauf, dass wir am Freitag das Spiel gewinnen. Ja. Jetzt muss ich mir auch Gedanken über meine Arbeit machen.